Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute probieren wir was ganz Besonderes, nämlich Żywiec, ein polnisches Bier. Also ich denke mal, dass man das Żywiec spricht. Das gibt es seit 1856 und enthalten ist hier ganz nach dem deutschen Reinheitsgebot nur Wasser, nämlich Woda. Dann Swat Jedźmienny, das ist wohl Gerstenmalz, und Chmiel i Extrakt Chmielu, das ist wohl Hopfenextrakt. So, und dann gibt es hier irgendwie 300.000 Zloty zu gewinnen. Fragt mich nicht wie und warum und wofür. Also wofür, weiß ich schon. Das Geld kann man verprassen, aber wie man das macht, keine Ahnung. Und hier ist ein Zeichen für nicht Autofahren. Ja, also ihr seht schon, die Polen haben keine Sixpacks, sondern Viererpacks. Das gibt es in Deutschland meiner Meinung nach nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Pole, der mir das gebracht hat, der war ganz stolz, dass er mir diesmal nicht das Samkowe, oder wie hieß es, geschenkt hat, sondern dieses Żywiec. Also es scheint hier besser zu sein als das Samkowe. Und ich hatte es auch schon mal, aber wie es geschmeckt hat, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich schätze mal, es schmeckt wie ein Exportbier. Und auch nicht so süß und ein bisschen seltsam wahrscheinlich wie das andere. Da war nämlich irgendwie noch, ich weiß nicht mehr, was da drin war, normale Gerste. Also nicht Malz, sondern normale Gerste und sowas. Deswegen hat es ein bisschen anderen, wahrscheinlich auch nicht so guten Geschmack. Aber das hier ist gebraut wie ein deutsches Bier. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Browar w Żywcu. Also Brauerei Żywcu, also Żywiec heißt wahrscheinlich aus Żywcu oder keine Ahnung, fragt mich nicht, Leute. 500 Milliliter Dose, 100 Milliliter haben 43 Kalorien und 5,6% Alkohol hat die Dose. Aha, ein schönes Knack. Ja, es riecht wie ein Exportbier. Sieht auch so aus. Premium steht noch auf der Dose drauf. Und auch hier haben wir wieder Ausfällungen. Ne? Ich sehe hier wieder Zeug rumschwimmen. Ich versuche das euch jetzt mal richtig zu zeigen. Ich denke, man konnte das jetzt ganz gut sehen, dass hier wirklich Partikel rumschwimmen. Das gleiche war auch beim Samkowe der Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bier deswegen Ausfällungen zeigt, weil ich es längere Zeit im Kühlschrank gelagert habe. Aber vielleicht, keine Ahnung, ist es beim polnischen Bier einfach so, oder? Ich weiß ja auch nicht. Jetzt habe ich zwei polnische Dosenbiere probiert und beide Male habe ich die Partikel drin. Aber das ist jetzt nicht abgelaufen, ne? Das ist noch bis zum September haltbar, also noch über ein Vierteljahr. Könnte natürlich auch sein, dass der Pole das falsch gelagert hat. Naja, also Schaumkrone fast nicht vorhanden. Bei einem Dosenbier auch nicht wirklich nötig, weil man das meistens aus der Dose trinkt. Aber gut. Ich rieche ein eher einfaches Hopfenaroma. Ein bisschen blumig riecht es. Ich kann jetzt aber die Blumen nicht beschreiben. So gut kenne ich mich leider nicht aus. Vielleicht ein bisschen Lavendel vielleicht, könnte ich sagen. Aber ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele Blumendüfte. Rose, Hyazinthe, irgendwie sowas halt, ne? Dann sind auch die grünen Aromen drin, so wie Gras und so weiter.
Und Malzigkeit meine ich aber auch so ein bisschen zu riechen oder zu erahnen. Dann nehme ich jetzt mal einen Schluck. Einen Schluck oder zwei. Ja, es ist schon deutlich bitter. Und es hat dieses Süße. Dieses Süße, die polnisches Bier fast immer hat, ne? Aber jetzt gepaart mit der Bitterkeit ist das wieder was Neues. Das ist nicht wie das Samkowy. Das Samkowy ist nicht wirklich bitter. Ja. Und der Geschmack ist auch eher eindimensional. Es hat einen relativ langen Abgang. Also dieses süße, seltsame, süße Malzigkeit, wie von Cornflakes so ein bisschen, die hält lange an. Und auch die Bitterkeit hält lange an. Also ganz anders als ein Exportbier oder eben dieses andere polnische Bier, das ich probiert habe. Es ist schon ein bisschen komplexer und es ist auch qualitativ ein bisschen besser, würde ich schon sagen. Das soll es für heute gewesen sein, Leute. Abonniert mich, wenn ihr komische Reviews von seltsamen Lebensmitteln sehen wollt. Und dann kann ich nur noch sagen, ciao, Leute, macht's gut. Ach ja, und Stößchen. Ach ja, und Stößchen. Stößchen. Ach ja, und Stößchen. Stößchen. Ach ja, und Stößchen. 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 Ach ja, und Stößchen. Ach ja, und Stößchen.